Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pillars of Eternity. Spielen wir richtig? Ja. Immer noch. Und wir sind natürlich nicht im Untergrund, sondern bei Netmar, dem Hohepriester. Na, wo wir schon im Untergrund der Verschwörung sind. Gute Robe. Und Schnaps. Was verbessert das? Nichts. Leichtsinn plus eins. Du bist zurückgekehrt. Sieh dich vor, wenn du dich durch die Burg bewegst. Deine Einmischung hier könnte schlimme Konsequenzen für uns alle haben. Oh Gott. Ich kann nicht dabei gesehen werden, wie ich dir helfe. Wie ich dir helfen. Nicht während Giacco in Isrias Fängen befindet. Wenn ihm irgendwas geschehen sollte. Erzähl mir von Giacco. Einer meiner Akolyten. Netmas Gesichtsausdruck fällt vor Trauer in sich zusammen. Ich fand ihn bettelnd auf der Straße, als er nur ein junger Kerl war. Ich nahm ihn zu mir. Aber ich gibt's die Dialogoption. Mach mal ein bisschen schneller. Ich hoffte, dass er sich in der Kirche entwickelt würde. Dass er meinen Platz einnehmen könnte, wenn ich zu alt bin, um Fürst Redrick zu dienen. Seine Stimme hat nun einen verbitterten Unterton angenommen. Er aber fand Interesse an Kolks Bemühungen, an seiner nutzlosen Rebellion. Ich konnte ihn nicht daran hindern, wegzugehen. Und jetzt? Jetzt hat er sich Kolz gegen unsere Fürsten angeschlossen und darbt im Kerker dahin. Ich fürchte, dass er Osrias bösen Plänen bereits zum Opfer gefallen sein könnte. Ja, junge Männer gegen die Verteidigungsstellung der Burg anrennen, das hatten wir schon. Das habe ich nämlich gedacht, dass das passiert. Würdest du mir dabei helfen, Redrick zu erreichen, wenn ich Giacco rette? Ich könnte es dir ermöglichen, in Redricks Kapelle unter uns zu gelangen. Auf diese Weise wärst du direkt neben seinem Thronsaal. Netmas Stimme erzittert. Aber während Giacco in Gefahr ist, kann ich es nicht riskieren. Wenn du ihn aber sicher außer Reichweite von Osira bringst, so verspreche ich dir, dass ich mein Bestes geben werde, um dir zu helfen. Er sieht sich vorsichtig im Zimmer um. Oh, das wird dir mehr zum Vorteil gereichen als eine Verkleidung. Wir haben eine Losung, sie lautet, ein Anfang aus jedem Ende. Wenn du das zu den Wächtern sagst, werden sie dich passieren lassen. Allerdings nur auf diesem Stockwerk, fürchte ich. Redricks Söldner haben nur wenig Geduld für solche Dinge. Ich werde Giacco in Sicherheit bringen und dann zurückkehren. Dafür ist keine Zeit! Gib mir die Schlüssel, alter Mann! Ja? Sei vorsichtig. Osira beherrscht mächtige Magie, außerdem hat sie eine Vorliebe für grausame Fallen. Wenn du sie verärgerst, wird sie dir sicherlich zu seiner schrecklichen Feindin gereichen. Netmar presst seine Hände zusammen. Mögen dich die Götter leiten. Ich habe die Losung schon wieder vergessen. Ein Anfang aus jedem Ende. Ausgezeichnet. Ja. Jetzt hoffe ich, dass es auch nicht noch eins gibt, was so ähnlich klingt. Weil dann bin ich mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, das war's. Ein Anfang aus jedem Ende. Mhm. Sehr schön. So, wo ist der Kerker? Im Keller. Vermutlich, ja. Dann würde ich. Und da unten war ja eine Treppe nach unten. Ja, wir erkunden jetzt hier oben erstmal und holen uns hier die Belohnung. Die Belohnung? Ja, für unsere Mühen, dass wir die Notizen gelesen haben. Ara. Naja. Ich dachte, das Geschenk wäre irgendwas Tolles. Wo ist denn der Klingelbeutel? So, das ist noch ein Schädel. Found something. Was? Ist ja auch was drin. Ja. Ja, was bringt denn das? Ja, wahrscheinlich, wenn man die Verkleidung nicht hat, könnte das hilfreich sein. Keine Ahnung. Okay. Aber eigentlich nicht, da war ja keiner drin in dem Raum. Das stimmt, aber hier, den müsste man dann nicht klären. Also nur den Raum und dann hier durch. Ja, ist ja egal. Ach, guck mal. Hier geht's ja so. Vielleicht ging das ja auch auf. Wir speichern und gehen mal runter. Oder hatten wir das Stockwerk fertig erkundet? Größtenteils meine ich schon, ja. Ja, größtenteils ist aber nicht fertig. Wir kommen ja eh nochmal zurück. Ja, wir töten eh jede Seele hier. Oh. Es wird kein Entkommen geben. Kerker, ausgezeichnet. Ach, wie kurz. Wie gut. Ja, wie es eine Treppe vom Kerker in die Kapelle gibt. Ich sehe sogar die gute Rüstung, glaube ich.
Die habe ich ja extra alle nach der Reihe ausgezogen. Hast du überhaupt nicht. Doch. Ja, stimmt dann tatsächlich. Guck, hier sehen alle aus. Ja, ja, vorher. Ist ja gut. Ich glaub's dir ja. Mach lieber die Tür auf. So, gespeichert ist. Ich habe die Befürchtung, dass diese Osyra nicht so einfach zu bezwingen sein wird. Ach, die macht so Geisterwesen hier. Der hat diese Wifras erschaffen. Ah, nee. So, mehr gibt's hier nicht. Aber in dem Grab ist bestimmt was Tolles. Ghoul. Die hatten wir einmal, oder? Ich weiß nicht, sind die besser oder schlechter als Dargul? Ich meine, Dargul ist ja mehr als ein normaler Ghoul, oder? Oh, was ist das denn? Ein Wiedergänger. Ii. Also ein Skelett, Skelett mit Fleisch dran. Ohne Haut. Mm. Ah, die Tür hier. Guck mal, wir haben einiges gelernt da in den Tiefen. Das ist leider wahr. So schnell bezwingt uns niemand. Ah, der Wiedergänger läuft aber. Oh, guck mal, das ist auch ein Zwerg-Wiedergänger. Oder ein Kind-Wiedergänger. Ich glaube nicht, dass hier Kinder in der Kerker sind. Ja, das ist alles passiert. In unserer Welt. Ah, wir verlieren aber Leben. Also Ausdauer verlieren wir nicht, aber Leben. Das ist ja gut, aber wir schaffen es trotzdem hier. Ich will es doch annehmen. Bald ist das Phantom bereit. Jetzt. Ich habe das neulich auch erst gelesen. Ja. Dass tatsächlich auch eine 12-Jährige verbrannt wurde, weil sie sich wichtig machen wollte und behauptet, sie wäre mit dem Teufel verbunden. Ja, das sollte man natürlich nicht machen. Nein, das ist schon nicht so schlau gewesen. Ich weiß nicht, wie auf die Idee kommt, dann sowas zu sagen, weißt du? Ja, weil, weißt du ja genau, wo es endet. Ja, die Mutter war auch schon eine Hexe, deswegen... War sie tatsächlich? Ja, dann macht man sich da wichtig. Es gibt ja auch das Prinzip, dass man Erwartungen erfüllen möchte, die an einen selber gerichtet sind. Ja, aber ich sag ja nicht hier, ich bin mit dem Teufel im Bunde, wenn ich dann verbrannt werde. Ah ja, aber man kennt es schon. I shall deal with this one. Also bist du in deinem dörflichen Leben und alle sagen, oh Hexerin, die Mutter war schon eine, die Tochter auch. Dann sagst du das halt. Mhm. Ja, so kann es gewesen sein, ich weiß es ja nicht. Aber ich finde, die Wiedergänger waren nicht so stark. Das ist diese Adra-Rüstung, die ist einfach zu mächtig. Oh nein, jetzt ist er tot. Egal, wir müssen eh rasten, ne? Müssen wir nicht. Gute Rüstung. Ja, aber wir haben hier Schadensreduktion, also SR14, hier 12. Ja. Ja, ich dachte vielleicht für einen anderen. Jemand anders sollte den nächsten Sarkophag öffnen. Wenn das Spiel vorbei ist, wenn wir entlang der Deckelkante finden sich tiefe Furchen und Kratzspuren. Was da wohl passiert ist. Wahrscheinlich hat eine Katze da drauf geschlafen. Ja, was ist jetzt passiert? War gar nicht wir so konnten schlimm. Sie nicht entschärfen. Mussten sie deswegen auslösen. So, den Bogen müssen wir aber mal angucken. Na gut. War nur ein Kriegsbogen. So ein Müll, den die auch immer haben. Ja. Oh. Die Bissspuren auf diesen Knochen scheinen von der Größe zu Menschen oder Elfenzähnen zu passen. Alot. Ja. Hat in der Zwischenzeit, als wir gekämpft haben, erstmal geknappert. Wir sind ja schon ewig unterwegs, ohne zu rasten. Ja, ich denke, so eine Ghoul-Gruppe schaffen wir noch. Ja, außerdem wird hier wahrscheinlich eh noch eine Falle unterwegs sein. So wie hier die... Osyra. Ja. Ja, die hat ja eine Vorliebe für Fallen, hat man gehört. Ja. Gut, du speicherst ja auch immer regelmäßig, dann ist das ja alles auch... Ein Ding, falls es nicht klappen sollte. Ja.
Ja, das ist doch so. Ja, deswegen speichert man ja. Hi. Ein Skelett. Ja gut, aber die Ghule, die machen ja einfach null. Ja, wir kriegen Leben. So kriegen wir wirklich? Ich meine, das ist immer noch genauso viel wie davor. Ja, ich bin der Meinung, wir kriegen Leben abgezogen. Aber wenn ganz wenig. Ja, aber regelmäßig. Schaffen danach noch eine Gruppe, würde ich sagen. Vermutlich. Also wir sehen sie ja. Also dann beurteilen wir das. Wenn da jetzt so ein riesiger Gott auf uns zukommt, oder dann Titan, dann nicht. Ja, hier gibt's glaube ich keine Titanen. Ja. I'll see what I can find. Entschärft die. As requested. Was, er hat's geschafft? Ja, den haben wir ein bisschen geskillt. Ich glaube, hier wären wir reingekommen, wären wir durch das Ding gekommen. Ja. Dann erkunden wir das jetzt mal, oder? Ich meine, wir wollen ja alles sehen. Ist ja hier. Schaden wird's nicht, ne? Touristentour. Ja. Gut, ich hätte jetzt eigentlich mit ein paar Wachen hingerechnet. Ja, hier sind ja die Ghule. Ja, da wären wir schon raus, ne? Ja. Ah, sehr fein, sehr fein. Dass die Ghule hier in dem Dings dulden. Yes. Ja, die haben sie ja erschaffen. Ah. Die experimentieren ja damit. Ach so. Ja, stimmt. Die Beseelerin, so heißt sie ja. Die Seelen von Untoten, würde ich mir jetzt mal schätzen. I'll get it open. Boah, wie wir die Fallen hier entschärft bekommen, die Schlösser knacken können, die Gegner einfach töten. Genau hier müssen wir hin. Ja. Ja, anders kann man es nicht sagen. Hier passt alles. Oh, da können wir ja nur noch hier hin. Sehr schön. What's this? Speicher nicht vergessen. Es ist ein Traum. Es ist echt ein Traum. Ja. Keiner läuft in Fallen, weil wir sie auch entdecken. Wir können sie entschärfen. Es lauert nicht hinter jeder Ecke irgend so ein totes Vampir. Schwarzer Schlamm. Ja, Schlimme. Right. Können nix. Angriff. Ansawu. Ach, der Lump. Ja, der ist schon schwer verletzt. Guck, so schaffen wir auch mehr als einen Kampf pro Folge. Ich freue mich schon drauf, wenn wir zurück in die endlosen Pfade gehen. Mit neuer Macht. Neuer Macht, ja. I'll give it a try. Ich finde, dann gehen wir da hin und hinter der nächsten Tür ist dann der Meister. Oh Gott, menschliches Skelett. Ach, zum Glück schleichen wir. Haha! Kommt und holt uns. Ach, wie riesig. Der angreifen kann von da hinten. Oh, kann er sogar. Gott, wie der läuft. Das ist da unheimlich. Der Wiedergänger, ja, ja, die sehen gut animiert. Ja, die anderen Sachen sind auch gut animiert. Ja, die anderen sind so normal halt. Ja, normal, so Standard. Aber der Wiedergänger, der ist halt so was Besonderes. Der sticht hervor. Dazu könnte ich jetzt auch was erzählen. Ja. Und zwar neigen Menschen dazu,
Sachen, die zwar menschlich wirken, aber sich nicht menschlich verhalten, sprich komisch laufen, als sehr verstörend wahrzunehmen. Deswegen laufen Zombies auch so komisch. Das gruselt einen dann einfach. Das ist derselbe Effekt, wie Menschen dazu neigen, dass zum Beispiel Roboter, die zwar menschenähnlich aussehen, aber halt nicht wirklich menschlich, dass sie die ablehnen. Während Roboter, die einfach aussehen wie Roboter halt aussehen, eher akzeptiert werden. Mhm. Reflexbonus, die ziehen wir dort dem Zwerg an. Und Hammer und Meißel. Damit können wir wieder was aufbrechen. Es hat sogar einen Namen, dieser Effekt. Der Verfassung plus eins. Verfassung ist eine Kombination aus Gesamtausdauer. Machen wir die. Ziehen wir trotzdem an die anderen. Hatten die nicht gerade. Achso, ja. Das sind die, die wir anhatten, ne? Ja. Aber ihm hier. Komm. Ja, der hat ja gar keine. Schuhe? Der läuft halt barfuß hier rum. Der läuft in den endlosen Faden barfuß rum. Der muss den Schuhdoktor anrufen. Das an die Wand geschmierte Blut erinnert vage an Buchstaben. Was auch immer hier früher stand, ist nun von einem kaminroten Handabdruck verdeckt. 555 Schuh. Kinder, ihr braucht keine Erlaubnis, um die Schuh-Hotline anzurufen. Oder das ist Giacco. Oh nein. Zwerg. Der kommt nicht durch. Ja. Doch. Rückzug! Ach, Glück gehabt. Angetankt. Ey, guck mal, die sind gar nicht so aufregend, die Kämpfe hier wieder unten. Ja, allerdings. Wir brauchen nicht so komische Scheiß-Pull-Tricks. Scheiß-Tricks. Was ist das? Die eigentlich ziemlich cool waren. War so Skill. Muss man ja auch so sehen. Aber. I'll get it open. Im Dreck sind ein paar blutige Fingernägel eingebettet. Nice and quiet. Meine Güte. Sie wird nicht mit dem Versuch, mit den Fingern hier rauszugraben. Nee, ich auch nicht. Ich hätte zu viel Angst, dass sie absplittern. Oder halt aus dem Nagelbett gerissen werden. Wir untersuchen hier erstmal, bevor wir mit dem quatschen. Denn der muss ja auch in Sicherheit kommen. Vielleicht ist es ja eine schöne Escort-Quest. Das sind die besten. Das sind meine liebsten Quests. Dampf! Ja. Wow, die hatten das schon mal alle geschossen. Ja, das war wahrscheinlich der Dampf, da waren alle benommen. Der Dampf. Nein, da ist eine Dampfente hinter dem Gitter. As requested. As requested. Die kann auch natürlich nicht entscheiden. Oh. As requested. Die wollen nicht angreifen. Wir hatten den ersten Angriff gemacht und dann nicht mehr. Ja, weil du es ihnen nicht befohlen hast. So, jetzt sind wir ja schon, dass sie angreifen, dass sie befohlen wurde. Das heißt, empfohlen. Man spielt sie alle. Man ist quasi alle vier. Mhm. Außer der Wicht, der ist man nicht. Der ist nämlich seelenlos. Ja. Richtig, nice den befehlen wir wirklich, also. Ja. Dem sagen wir ja, hier, mach den Betrunkenen weg. Ja, stimmt, das hat er auch geschafft, oder? Den Fürst konnte er nicht irgendwie einsperren. Ne, der Fürst war weg. Ah, so. Ich glaube, wir haben den Fürst wegbegleitet. Ja, ich glaube, wir haben den Fürst rausgeworfen. Der Betrunkene war gar nicht da. Wieso kommt der nicht zu uns? Der sieht, oh, die Festung hat wieder aufgemacht, den besuche ich erstmal. Und verbreitet dann nur Ärger. Das sind halt so Events. Ja, ja, es ist mir schon klar. Aber ich hätte das gerne begründet. Und der Zwerg, der einfach durchgelaufen ist. Ja, der ist klein und leicht. Deswegen kann er die denken. Hat er nicht ausgelöst. How may I help? Wie viel ist das hier noch? Ah, könnte da oben noch eine Ecke sein.
Aber es geht ja schnell voran. Ja, es ist angenehm hier drin. Man hat was zu sehen, die Kämpfe sind easy. Ja. Kann man einfach auch so sagen. Also so viel verliert der Zwerg echt nicht an Leben. Ja, das sind jetzt aber andere Gegner als coole Wiedergänger. Meinst du, sie sind noch schlechter? So ein Viertel haben wir verloren, seitdem wir im Kerker sind. Ah. Hm, Schlamm. So, hier können wir dann auch noch hin. Hm. Ich hoffe, dass hier eine Sackgasse ist. Ja, ich denke es fast. Ja. Ja, vielleicht noch ein bisschen erkunden hier. Falls wir hier irgendwie einen Geheimschalter übersehen. So, und seine Tür war ja entweder mit dem Dietrich oder Schlüssel. Er hat auch irgendwas von dem Schlüssel erzählt, meine ich. Der Typ? Ja. Hm. Es gibt doch bestimmt irgendwo so eine Wachstube da unten. Ja, hier ist bestimmt jetzt gleich diese eine. Oh, da geht eine Leiter nach oben. Ich finde, das ist ein kurzer Weg zu dieser Osiris. Osirira. Nicht Osiris. Ja, ist ein anderer. Ja. Ist ja egal, wie sie heißt. Nein. Sie wird vernichtet. Das stimmt. Die Geschichte wird sich ihrer nicht erinnern. Natürlich. Osiria, die Schlechterin. Easy. Wie gut. Hallo? Das Gesicht dieses jungen Mannes ist schwer gezeichnet. Und seine ausgemerkelte Gestalt steckt in einem abgenutzten Hemd. Zitternd beobachtet er dich mit einem Hoffnungsschimmer in den Augen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber wirst du mir helfen? Der arme Kerl ist geschlagen worden. Wir dürfen eh nicht hier sein. Lass uns ihn befreien und uns einmal zusammen für alles ausschimpfen lassen. Was? Er schaut nervös an dir vorbei, zur offenen Zellentür. Ich glaube nicht, dass ich mir den Weg freikämpfen kann. Du musst Jerko sein. Netma hat mich geschickt, dich zu finden. Netma? Jerko lacht leise wie ungläubig. Der Priester hat dich geschickt. Ich dachte, er würde mich hier vergammeln lassen. Als ich die Burg verließ, war er nicht allzu glücklich darüber. Ich sagte ihm, ein Kämpfer von Kölz könnte viel mehr Gutes tun als ein Akolyt. Einer Bande Gesetzloser würde ich mich anschließen, beschuldigte er mich. Giacco schaut zu seinen Füßen hinunter. Vermutlich hatten wir beide Unrecht. Was kannst du mir über Netma sagen? Netma ist für mich wirklich wie ein Vater gewesen. Mein leiblicher Vater war ein Kaufmann, aber er starb bei einem Banditenüberfall, als ich noch klein war. Ich habe kaum Erinnerungen an ihn. An die Zeit danach aber erinnere ich mich wohl, wie ich hier in Goldhall festsaß und um Essen bettelte. Damals war Netma ein Priester des zersplitterten Gottes. Er nahm mich zu sich und zog mich in der Küche auf. In der Kirche. In der Küche. Ich war dafür vorgesehen, in seinen Fußstapfen zu folgen, selbst als er konvertierte und wir uns dem Zwillingsgott zuwandten. Ich aber begann zu sehen, was mit Goldhall geschah und was Redrick tat. Netma aber sagte einfach immer zu, dass letztendlich alles gut werden würde, dass wir dem Fürsten der Burg beistehen müssten. Kolsk war der Einzige, der gewillt zu sein schien, etwas dagegen zu unternehmen, anstatt zu beten. Er lächelt traurig. In anderen Worten, ich habe zwei Väter zurückgelassen. Wenn ich es recht verstehe, bist du hier gelandet, nachdem du die Burg zusammen mit Kolsk und seinen Männern angegriffen hast. Ja, er schaut weg. Der Plan schien gut zu sein. Wir kamen ohne Zwischenfälle hinein und ich kannte den Weg. Im Kerker überraschten sie uns und die meisten von uns. Jerko erschaudert. Einige von ihnen wirst du schon gesehen haben. Sie bekämpft haben, zumindest ihre Körper, ihren Verstand aber nicht mehr, aber ihre Seelen. Die Frau da unten, Redriks Beseelerin, ihr Name ist Osria. Ich habe sie manchmal ein Heilmittel erwähnen hören. Fürst Redrick ruft sie oft zu sich. Sie heilt aber niemanden, vielmehr verwandeln sie Männer und Frauen nur in Monster. Er schaudert. Ich sah, wie sie die anderen holte. Ich war mir sicher, der Nächste zu sein. Arlott schüttelt den Kopf.
Männer und Frauen wenden sich zur Heilung der Hohlgeburten diesem Übel zu. Oh, dieser Wahnsinn. Erzähl mir von Osira. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Ich meine, ich habe ein schlechtes Gefühl. Im Moment ihres Eintreffens wusste ich, dass sich alles verschlimmern würde, sagt er zitternd. Aus dem Umgang mit Beseelern kann nichts Gutes herauskommen. Unnatürlich sind sie alle zusammen. Sie ist diejenige, die sie umwandelte, die aus meinen Freunden Monster machte. Sie würde das zum Wohle Goldhals machen, sagte sie. Giacco ballt eine Faust. Wohl eher zum Wohl ihres Münzbeutels und ihrer kranken Neugier. Sie ist gefährlich. Und wer weiß, was sie sonst noch in ihrem Labor hat. Ich würde da nicht reingehen. Sie hat etwas Überzeugendes an sich. Zauber, kein Zweifel. Du bist frei. Renn um dein Leben. Danke dir, Fremder. Ich muss zurück zur Gabelung. Aber zuerst muss ich wohl etwas essen und mich ausruhen, sag Nettmar. Naja, sag ihm, dass ich noch immer die Schnitzerei des bleichen Ritters habe, die er mir gab, als ich noch ein Junge war. Und dass ich hoffe, dass es ihm gut geht. Viel Glück und mögen dich die Götter behüten. Keiner will uns begleiten. Ist er bestimmt tot? Ja, vermutlich. Hat er da nicht irgendwie auch gesagt, dass er nicht alleine hier? Ja, ich dachte, wir könnten sagen, komm, wir helfen dir raus und so. Oder ja, sowas. Dass er sich uns anschließt für... Für immer. Die Dauer. So, mal speichern, ob hier ihr Labor dahinter ist. Sieht labormäßig aus. Ein Wiedergänger haben wir auch auf jeden Fall. Ja, das ist ein Labor. Vielleicht können wir die... Das sollten wir schaffen. Ja. Kann man eigentlich schon machen. Menschliches Skelett, dem Tode nahe. Der Ärmste. Zweimal sterben. Naja, das zweite Mal spürt er nicht viel. Weißt du, vielleicht haben Skelett und Wiedergänge ja auch. Ach, die haben noch eine Seele. Noch Verstand. Hat ja der Wicht auch nicht. Light, flame and sound. We'll keep to our... Du bist quasi auch ein Beseeler, in dem du den Wicht erschaffen hast. Ja, deswegen sind wir böse. Ich nicht. Sehr schön, ein Zwischenraum. Oh. Schriftrolle des Schutzes. Ach, sowas brauchen wir nicht. Wir sind eh schon Fulltech. Ja, richtig. Die Fesseln sind mit Blut und stellenweise mit getrocknetem Fleisch verkrustet. Der Tank fühlt sich warm an. Die brodelnde Flüssigkeit im Inneren bringt das Glas zum Vibrieren. Trinken. How may I help? Also machen wir kurz die Tür auf. Oh. Hallo? Eine Abstellkammer. Hier irgendwo wird die stecken. Ja, wir machen in der nächsten Folge weiter. Und dann werden wir mal schauen, was hier noch so auf uns wartet. Und dann sind wir hier auch schon fertig im Untergrund. Sehr wahr. Sollten wir eigentlich werden in der nächsten Folge. Dann gehen wir zurück nach oben und es geht weiter schnell voran. Ja, dann töten wir wieder alle. Wie so oft. Aber man muss tun, was man tun muss. In der nächsten Folge. Bis dahin.